glaube, es sind keine neuen Herausforderungen, es sind die wir auch letztes Jahr hatten. Ich würde sagen, im Vordergrund steht, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass jeden Tag print und online ein gutes Produkt rauskommt. So viel zu der Publizistik und in der Kommerzialisierung, die Wachstumsfelder. Und die sind insbesondere Content Marketing und im Videobereich voranzutreiben. Was heisst das? Also was ist dort zu erwarten? Ja, also wir sehen, dass es wächst, das ist die gute Botschaft. Und gerade im Content Marketing sind umfassende Lösungen gefragt, auch konzeptionelle Arbeit auf unserer Seite. Da sind wir gefordert, aber es entwickelt sich gut. Können Sie ein Beispiel machen? Ja, zum Beispiel. Also das grösste Content Marketing Projekt in der Schweiz letztes Jahr war FUBI. Noch ein grösseres Projekt ist wiederum FUBI und beides Mal ist Tamedia im Lead.